Herzlich willkommen zu unserem neuen Wochenendvideo und heute geht es mal um das Thema Gelenke. Und bei dem Thema Gelenke geht es darum, wie man mit autologer Substanz, also mit Ihrem körpereigenen Material, dazu beitragen kann, dass die Gelenke einen verbesserten Regenerationsreiz bekommen. Seien Sie gespannt! Bei der autologen zytokinreichen Serumtherapie steckt das Wörtchen autolog drin. Autolog bedeutet, dass es von dem Patienten kommt, der es auch bekommt. Bedeutet, dass wir keine Nebenwirkungen haben können, weil wir kein Fremdmaterial haben. Und da ist noch der Begriff Serum drin, das heißt, das ist der Teil des Blutes, der, wenn das Blut geronnen ist, durch die Zentrifuge theoretisch gegangen ist, oben übrig bleibt und abgezogen wird, um es zu nutzen. Und der weitere Begriff da drin heißt zytokinreich. Und Zytokin ist ein Botenstoff und Botenstoffe braucht der Körper, damit die Zellen miteinander reden können. Und das ist sozusagen die Post, die der Körper durch den Körper mit dem Blut schickt, um die Zellen zu informieren. Und in diesem Blut, was wir abnehmen, sind natürlich lebende Zellen drin, da sind auch Immunzellen drin. Und diese Immunzellen werden in einem Spezialröhrchen stimuliert und gereizt und sind dadurch motiviert, Botenstoffe zu produzieren. Und das Ganze unterstützen wir mit einer Bebrütung über 3 Stunden. Und dann haben wir gegenüber der Anfangssituation eine Vervielfachung dieser Botenstoffe. Und was sich herausgestellt hat, ist, dass sich die antientzündlichen Botenstoffe vermehren und gleichzeitig auch die Wuchsstoffe vermehren. Und ich habe mein eigenes Blut mal untersucht und es hat sich verfünfzehnfacht. Wer also zweifelt, dass das mit seinem Blut so ist, dem bieten wir natürlich die Möglichkeit, dass auch das untersucht werden kann. Natürlich gegen Geld, weil so ein Labor macht das ja nicht für umsonst. Aber so kann man ganz individuell gucken, zu was ist mein Blut autolog eigentlich in der Lage zu machen und was würde dann wahrscheinlich passieren, wenn ich es irgendwo hinspritze. Wenn ich also ein autologes, zytokinreiches Serum an eine Stelle bringe, wo die Regeneration nicht so richtig in Gang kommt, und Gelenke sind ja ein braditrophes Gewebe, also ein Gewebe, was nicht mit Blut versorgt wird primär, sondern was per Diffusion ernährt wird. Und daher, es ist ja auch meistens ein abgeschlossener Raum, ist der Austausch dieser Botenstoffe nicht so gut zu sehen wie zum Beispiel bei einer Muskelverletzung. Bringen wir also dieses zytokinreiche Serum in ein Gelenk hinein, verändern wir nachhaltig die Zusammensetzung der Gelenkflüssigkeit um diese Botenstoffe, also auch um die zumindest bei mir verfünfzehnfachten Wuchsstoffe. Und das bedeutet, dass die Regenerationsleistung sich theoretisch verfünfzehnfacht. Und ein Gelenk braucht nun mal 3 Monate für einen Regenerationszyklus. Und wenn wir es schaffen, in dieser Zeit diesen Prozess wirklich nach vorne zu bringen, dann profitiert der Patient erheblich davon und hat einen deutlichen Gewinn an Lebensqualität, an Mobilität und an Wiedergewinnung von, ja auch Fähigkeit, Sport zu machen. Das heißt, betrachten wir mal den sogenannten Leistungssportler, dann geht man davon aus, dass er mitunter seine Gelenke tatsächlich auch ein wenig überlastet und dass er damit sozusagen um den Preis des ersten Treppchens auch mal über die Grenzen, die für so ein Gelenk gut sind, hinweggeht. Und wenn so ein Sportler denn tatsächlich das machen würde, was wir Mediziner für sinnvoll erachten, nämlich die 3-monatige Trainingspause zu machen, damit sich der Knorpel auch wirklich regenerieren kann, dann ist die Trainingssaison vorbei. Und dann brauchen Sie auch an diesem Wettkampf nicht mehr anzutreten. Also bedenken Sie immer auch ein bisschen, wie funktioniert eigentlich Gelenk, wie funktioniert Knorpel und was kann man für den Knorpel tun? Daher an dieser Stelle nochmal ein ganz besonderes Dankeschön an den Patienten, der seit 2014 sich mit seinen Gelenken in meine Behandlung begeben hat und heute mich angesprochen hat, ach, wissen Sie was, eigentlich könnten wir ein Update sprechen. Und da habe ich gesagt, na vielen Dank, das ist doch eine tolle Idee. Also lieber Herr Patient, vielen Dank dafür. Ich kann kein Radfahren mehr, laufen, also Langlaufen und sowas war sowieso nicht mehr drin. Bei den Treppensteigen gab es Probleme. Ja, und beim länger gehen, also meine Spaziergänge, die ich gemacht habe, die wurden immer kürzer, nicht, weil die Schmerzen auch stärker waren. Ja, und dann wird man ungeduldig, nicht, dann, wenn man das weg haben. Nicht.
Ja, danach habe ich trotzdem Schmerzen gehabt. Das hörte nicht auf, dann bin ich wieder hin. Und dann wurde 2016 mal nochmal eine Nachoperation gemacht, weil die Kniescheibe nicht richtig sich bewegt hat. Also die war wohl fest, die wurde dann irgendwie danach justiert, damit die auch sich bewegt. Und dann trotzdem waren die Schmerzen danach nicht vorbei. Ich hatte immer noch Schmerzen hier in der Innenseite. Dieser ganze Muskel, der zur Hüfte geht, der hat also immer noch geschmerzt. Und das zog sich hin. Ja, zog sich ewig hin. Ich habe versucht, da bei Orthopäden versucht, da das hinzukriegen. Die sagen, nee, die Prothese ist gut, die sitzt gut. Ja, wo der Schmerz herkommt, das kann also nur von der Wirbelsäule oder von der Hüfte kommen. Ja, dann waren jetzt die Schmerzen so stark im Knie, dass ich dann das abklären wollte. Dann bin ich wieder hin zur Diako da, zum Orthopäden hier, der mir der damals die Operation durchgeführt hat. Und dann wurde eine Spritzendiagnostik gemacht. Und zwar, ja, die Spritzendiagnostik wurde die Wirbelsäulen, bestimmte Bereiche L5, L4, L3 wurden betäubt. Und dann musste man sehen, ob das nun die Schmerzen im Knie wegging. Die gingen aber nicht weg. So, und dann wurde die Hüfte gespritzt, betäubt, und dann war der Schmerz weg. Und dann war das natürlich das Zeichen, dass die Schmerzen von der Hüfte kommen. Dann habe ich eine MRT gemacht und da haben wir dann festgestellt, dass also die Hüfte Problem war, also porös war und keine Arthrose drin war. Ja, die war natürlich stark. Ne? Ich habe da erst ein bisschen Zweifel gehabt am Anfang, aber mit dem linken Bein, das ging dann gleich auch 2014 los im Herbst. So fing das ja mit der Arthrose hier im linken Knie an. Und dann haben wir das ja immer gemacht, immer gespritzt da. Und ich habe keine Probleme dann mehr. Und die ganzen Jahre jetzt schon. Also links okay, rechts und erneuert. Heute ist gespritzt, ja, so alle Vierteljahre lasse ich nachspritzen. Sollte ein bisschen früher sein, hat aber nicht geklappt, ja, wegen Corona und jetzt die ganzen anderen Krankheiten, Operationen, jetzt wieder an der Hüfte. Naja, aber jetzt wollen wir es mal wieder einhalten und dann klappt das auch. Dann wird das noch lange noch gut gehen, denke ich mal.